Ich habe vergessen, den Shit einzustellen. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe vergessen, den Shit einzustellen. Ich muss dann kurz noch was machen. Naja. Wie mache ich das denn zur Hölle? Good morning in the morning. Also, ich bin schon mal drin auf jeden Fall. Ich habe den Link schon mal angeklickt. Wo kann ich denn diesen Kack-Studio-Modus da machen? Ich krieg das hin. Oh! Dankeschön, Freya! Ich wollte gerade sagen, Dankeschön für deinen Support, aber ich habe mich jetzt verklickt, Freya. Es tut mir leid. Ey, wenn ich jetzt so einmal daneben klicke. Easy going. Und Dankeschön für deinen Support, Freya. Wir kennen uns jetzt schon 21 Monate und den Rest deines Lebens auch. Ich würde es kennen. Bitte? So flüchtig. Ich würde es schon so lang kennen, ey. 21 Monate oder 21 Monate plus Leben lang? 21 Monate. Warte, guck mal, 21 Jahre und 21 Monate. Du bist schon 21? Das heißt, ich bin schon 29? Ach du Scheiße. Ich hab gerade überlegt, warte, wie alt bin ich denn da? Hey, warte. Ja, ich muss auch gerade mal nach. Wait, ich habe gerade zu Zeit. Geht langsam und sicher aber auf die 30 zu. Oh yeah! Oh yeah! 30 Jahre habe ich dann geschafft. Das ist 3 Jahre mehr, als ich dachte. Wow. Das war ein Witz. Wegen den 27. Ey. 27er. Ich bin auch Künstler. Oh. Seid ihr alle drin? Rommel? Kirk? Der ist, glaube ich, gerade auf. Nee, ich höre. Halt mich raus. Oh je, oh je, oh je. I'm ready. Wer will... Alter, Pete, willst du dich? Oh. Hallo, wie oft willst du denn noch? Wie oft willst du denn noch? Ich weiß auch nicht. Dürfen wir dann? Oder dürfen wir... Spielt Gommel nicht mit? Nein, der ist gerade nicht da. Ich will nicht gern den Chef sein. Alve liege vor. Bianca, willst du? Ja. Ja, dann melde ich einmal. Lange. Ich will der Allerbeste sein. Keiner vor mir war. Ganz allein schnapp ich sie mir. Oh, ich kenne die Gefahr. Ich streife durch das ganze Land. Und duche weit und breit. Das ist eigentlich bei euch auch so stürmisch heute. Also überhaupt so gar nicht. Gar nicht. Stürmisch. Aber ich habe Videos jetzt von der Piste gesehen, wie da der Wind umherfegt und dachte mir nur, Alter. Auch. Scheiße, die Mann. Die Gondeln, die waren teilweise, konnten die gar nicht in Betrieb sein, weil halt der Wind zu stark war. Ja, richtig krank. Und ich denke mir, cool. Scheiße. Ja, im März ist es hier besser. Ja, im März ist es bestimmt sicher besser. Da gibt's keinen Wind. Ja, das hilft mir auch so hart für nächste Woche. Aber okay. Niemals. Oh. Alter. Das ist schlecht. Lift könnte richtig sein. Kabel. Trom. Also Batterie. Das Pentagon, das ist ein Gebäude. Und da ist sicher auch... Das ist ein Gebäude. Oh mein Gott, das sind 4 Stück. Das ist sicher auch elektrisch betrieben. Also Strom ist offensichtlich. Oh, ich hatte schon Angst. Kabel ist auch sehr offensichtlich. Batterie ist ein bisschen offensichtlich. Lift ist genauso wie Auto. Ich überleg mal weiter. Elektrizität. Oh. Ne, ist schon mal Auto-Pinagon-Läufer-Kanal. Gut. Gut, ist der vielleicht Strom. Sollte es auch ein Antonym Klammer, vielleicht auch. Kutsche nehmen. Nuss. Kutsche nehmen. Kriegst gleich eins auf die Nuss, Freundchen. Streich. Du Held. Was du hier für einen Wirbel verursachst. Ich brech gleich deine Knochen, du Schneemann. Mach eine Geschichte draus. Hab ich schon. Also, man kann nicht gut beleidigen mit diesen paar Wörtern. Das passt aber auch nicht unter einen Fingerhut. Bald kommt der Galgen. Nee, das ist mir zu gefährlich. Ich bin so dumm. Mir ist das zu gefährlich, deswegen mache ich jetzt Raten beenden.
Am besten alle 8 wird auf einmal, Bianca. Panama. 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 Oh je, meine Kanal. Panama. Wo ist der Kanal? Ah, da. Unten. Ja, ich bin müde. Na. Und dann Passage, oder? Aber wieso Passage? Naja, weil es ja irgendwie auch eine Passage ist, die du durchquerst. Ja, ich würde mal. Oder halt Wasser wegen Kanal, aber dann wird es wahrscheinlich andere Sachen benutzen. Also ich bin für Kanal, ja, oder Wasser halt. Also vielleicht ist es war von Seven vs. Wild, weil es war ja in Panama. Also willst du Kanal nehmen? Willst du Kanal nehmen? Willst du, Also ich würde ich würd Kanal auf jeden Fall mal einloggen. Ja. Und Wasser, Wasser klingt halt auch plausibel. Ja, aber also Kanal und Wasser könntest du vielleicht auch mit einem anderen. Obwohl, loggen wir es mal ein. Ja. Nice. Panama. Dino. Knochen. Wirbel hält streichen aus Klammer. Gut, Läufer. Pentagon Auto. Schimmel. Loch Ness. Aber Loch Ness ist ja Nessie. Reich, Galgen, Fingerhut, Passage, Kutsche, Lappen, Lift. Okay, auf jeden Fall Knochen. Ich hatte davor das Kochen gelesen. Ich dachte, shit. Oh mein Gott, war richtig. Oh, ich dachte, ich wäre falsch. Okay, nice. Fällt mir noch was ein wegen Elektrizität? Ich bin mir nicht so sicher, ob ich den guten Lift nehme, ehrlich gesagt. Das ist so, das Ding ist, wenn Lift richtig ist, ist auch Auto richtig. Oder ist genauso gut eine Klammer richtig. Und man klammert so zwei Pole ab, beziehungsweise ein Auto hat Elektrizität, ein Lift auch. Deswegen, das ist mir zu gefährlich, weil es alles das Gleiche ist von der gleichen Denkweise. Für alles andere wüsste ich Elektrizität nicht. Vielleicht ein Hell, so ein Blitzdude oder so, aber gibt's ein Elektrowirbel? Läufer, Pentagon. Elektrowirbel? Kann ja sein. Ja, das ist ganz. Ja, deswegen frage ich dich ja. Also die Elektrowirbel, das ist in der. Das ist in Tim! Der Thermodynamik. Versuch's gar nicht erst. Nein. Ich wollte gerade die Geschichte erzählen. Okay. Nee. Ist diese Geschichte gelogen, Tim? Wann hältst du besser deine Bubble? Nein, die wäre nicht gelogen gewesen, aber nee. Okay, ja, dann hau raus. Wenn es echt ist, dann würde ich das gerne wissen. Nee, es ist. Aha, sie ist gelogen. Aha. Nein. Raten beenden. Der gute Thermo. Elektrowirbel. Ich wollte gerade eine Pointe aus der Elektrochemie, aber nein. Aus der Elektrochemie? Ja. Was ist denn eine Elektrochemie? Iron Man. Also gibt es das wirklich Elektrochemie? Den Held nehmen. Und du bist dein Held. Ich würde den Held und das Pentagon nehmen, weil Pentagon ist ja. Warte mal, wieso Pentagon? Verteidigung. Ja, aber. Kommt in Iron Man irgendwann mal das Pentagon? Nein, aber es liegt halt irgendwie nahe, dass das irgendwas mit Verteidigung zu tun hat, oder nicht? Verteidigung. Ja, jetzt guckt ja schon mal die anderen. Also dann könntest du auch sagen, Auto ist naheliegend mit Iron Man, weil Iron Man da ist. Weil's Tony Metall Stark. Ist. Nein, Tony Stark ist reich und Tony Stark hat viele Autos. Das könntest du dann auch. Stimmt. Und ist bestimmt ein guter Läufer. Also, dann würde ich schon eher Auto näher sehen als. Ich bin eher der Mann, der ist ein Lappen. Wer genau ist ein Lappen? Oder Tony Fingerhut. Stark. Oder Fingerhut. Ein Iron Man. Weil du setzt dir ja quasi. Warte mal, nein, guck mal, reich. Er ist reich.
Tony Stark ist reich. Achso, kommt das, meinst du nicht das Reich, sondern... Nein, ja, reich im Sinne von Geld. Reich haben. Im Sinne von reich, ja. Halt, okay. Ja, reich ja. Im Sinne von das Reich. Ja, bin mir sicher, dass Bianca das Reich meint und nicht reich. Du bist ja nicht gefragt. Ja, ist doch ganz klar, finde ich. Ja, aber Bianca würde eindeutig das Reich meinen. Nein, also, wir sagen jetzt... Das Reich sein. Geld und wir sagen das Reich sein, weil wir nice, haben recht. Gute. Good job. Und Wiebke ist doof. Nee. Hast du, nee, du willst uns ja bloß aus dem Konzept bringen. Nein. So. Hallo? Voll die Ausbringerin. Du doch nicht. Du Lappen. Du Läufer. Ganz ehrlich, es sind wirklich viele Beleidigungen möglich. Du Nuss. Siehst aus wie Schimmel. Du Schimmel. Mach mal deine Klammer weg. Du bist einfach nur gut. Maximal gut. Aber weißt du, gut bist ist... Du bist wie Schimmel, rechtzeitig bekämpfen, sonst vermehrt sich. Hallo Theo! Wow. Ja. Ah. Da hilft aber halt auch kein Lappen mehr für diesen Schimmel. Also Wiebke gut ist jetzt irgendwie kein Roast, weil das... Doch, finde ich schon. Warum willst du nur gut, wenn du perfekt haben könntest? Ja, aber... Nee, gibt also kein Aber. Man ist nicht mit einem gut zufrieden. Zwischen gut und, nicht genug, dann gibt's noch befriedigend. Das stimmt, das ist wirklich lange. Ausreichend. Sehr gut. Lol. Also lauf schnell weg, ist, sonst krieg ich dich. Gut ist auf einer Skala von 1 bis 6 halt immer noch 2. Nee, gut ist lala. Ich finde, gut ist... tatsächlich, dass Tim schneller läuft als du, Wiebke. Tim läuft schneller als ich. Du unterschätzt also, meine 200 Meter Sprintgeschwindigkeit. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja, aber guck mal, im Sprint ist jetzt die Frage wegen Sprinten oder Laufen, weil Laufen ist eine Strecke, Sprinten ist ja schnell. Ja, also ich würde sagen, dass Tim in beidem... Im Sprint bin ich ziemlich schnell. Also ich möchte mal kurz sagen, ich bin verdammt gut im Sprinten, weil ich auch sehr gut schummeln kann. Okay, wir lassen... Komm, das gute Weinchen da ins Spiel und dann macht der Tim erstmal eine Rolle in der Luft. Dafür musst du aber erstmal an Tim rankommen. Tim, bist du so schnell im Laufen wie beim Schlittschuhfahren oder noch schneller? Tim, schnell im Schlittschuhfahren. Also ich habe auch keine Nachricht, so dass ich einen bekommen habe, Theo. Also eigentlich steht das bei mir immer. Also, Tarnung. Egal. Gut. Aber geht's dir gut? Du dann schnell, würdest du im Vergleich sagen, dass du schneller bist als im Schlittschuhfahren oder nicht? Also, falls es dich angezeigt wird, danke für deinen Support. Nee. Wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Oder so. Ja, also... Ich habe mich noch nie rennen und gleichzeitig Schlittschuhfahren sehen. Ne, ich meine aber im Vergleich. Ich weiß bloß, dass ich im Sprint sehr schnell bin. Okay, ich vielleicht will ich doch nicht schnell gegen dich antreten. Wir können, also Wiebke, wir können gern. Wollt ihr mal raten oder so? Ja, ich muss doch Wörter finden. Ein das Wort finden, was gute Für Sachen ist. Ist doch jetzt nicht so schwer, oder? Doch, das sind schon scheiß Sachen. Ich finde ihre und meine auch doof. Also ja, deine finde ich sogar. Bei deinen habe ich so, hätte ich sogar was. Ich finde immer, das ist immer das Schlimme. Aber man hat immer für den Gegner mehr als für sich selber. Das ist einfach so. Das ist Gesetz. Ja, das ist wirklich so, weißt du? Ich meine, die Wörter des Gegnerteams sind immer besser zu kombinieren als die eigenen. Während man dann sowas hat wie Auto und Reifen bei dem anderen, hast du dann sowas wie Müllkippe und Engel oder so. Und denkst du, cool. Cool. Wie heißt das nochmal? Oder Lappen und Galgen. Huch! Schlappen und Galgen dann auch. Schlappen und Galgen? Lappen und Galgen. Ich habe jetzt die Wörter genommen, die hier sind. Lappen und Galgen. Lappen und Galgen? Naja, vielleicht gibt's hier. Doch, da wüsste ich was für Lappen und Galgen. Tatortreiniger. Lappen. Ja, ist so. Schon mal Tatortreiniger bei der Arbeit gesehen. Warte mal, was der macht. Ich dachte, du meinst jetzt die Person ist der Lappen. Nee, der hat einen. Also ist gar nicht so schlecht. Aber interessant, dass es dir so schnell einfällt, das Wort. Tatortreiniger? Ja. Natürlich, hast du Schotte nicht gesehen, den Tatortreiniger? Ja, hast du richtig geile Serie. Ja. Richtig, der Tatortreiniger, richtig geile Serie. Also wirklich eine sehr, sehr, sehr gute. Habe ich nicht gesehen. Oh mein Gott, musst du nachholen, die ist richtig lustig. Ey, ganz ehrlich, das ist doch bescheuert. Im Notfall machen wir halt Einserfreier, das geht schon. Ja, aber ich muss doch ans Gewinnen denken.
Und ich habe auch nur eins für nächste Runde, falls es die Größe. Lüge. Ganz ehrlich, Wiebke, ich zähle auf dich. Was zur Hölle, Freier, wenn ich das Wort nicht kenne. Du kennst das Wort. Oh mein Gott. Ich hasse das, wenn du auf mich zählst. Dann ist der Druck so hoch, dass ich dich enttäusche. Du enttäuscht mich nicht. Bewertung. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Wenn wir schon von Bewertung haben. Wieso Bewertung 2? Wieso 2? Ja, weil das gut ist. Weil das erstens gut ist. Und das was bringt. Keine Ahnung, das ist das Einzige, was mir so eingefallen ist. Was hätte sein können? Okay, was man hätte. Ich weiß es. Hey, guten Tag, ich bewerte diesen Lift mit 5 Sternen. Okay. Glaube nicht. Diese Lappen so. Bei Amazon, neu erhältlich. 5 Sterne Bewertung, okay. Okay, so kann ich nicht gehen. Da passiert es wohl. Wer bewertet den Galgen? Oh, dieser Qualitätsgalgen hat schon immer ihren Job 10. getan. Stabil, robust. Hält gut. In diesem Galgen kann man gut Seilchen springen. Alright. Bewertung. Auto. Ja, Gott. Bewertung. Vielleicht muss ich das anders sehen. Ein Wärter. Bewerter. Lass uns einen Stehmann bauen. Ein Wirbel. Gute Qualitätswirbel. So ein Streich. Also ich muss sagen, deine Wirbel carryen dich nicht gut. Nee, ich glaube nicht, dass... Du Joghurt. Sorry, Wiebke. Ach, gar kein Problem. Das Moskito neben meinem Ohr nachts. Warte, ich kann das auch höher. Ich kann das auch höher. Piet, für dich. Dann lass es. Okay. Nee, Frei, ich kann das nicht. Also, Dino habe ich auf jeden Fall. Elektrizität. Vielleicht kann man die Bewertung mit Elektrizität dingsen. Hey, dieses Qualitätsauto. Also, Auto eher als Lift. Nee, vergiss es. Raten beenden. Das traue ich mir nicht. Sorry, Freier. Ich hab jetzt ein Wort. Okay. Was du wahrscheinlich so rausfinden könntest, welches ich meine. Oh, hey, der Druck. Okay. Nein! Bianca, ich erwarte Großes. Also, wir haben... Lass uns einen Schneemann bauen. Also theoretisch. Dafür brauchst du ein Seil. Nee, okay. Abschleppseil. Warte mal, nee, Galgen. Galgen, ja. Das kann leider nur die englische Variante. Galgen ist gut, ja. Do you want to build a snowman? Der nur zidert. Ein Lift, der wird von einem Seil gezogen. Ja. Oder halt von Stahlseilen. Ja. Haben Sie recht. Gut, Streich, dann könnte man Streichquartett, aber das ist... Streichquartett. Ja, und die benutzen halt... Ja, das ist zu weit. Ja, gut. Tim, möchtest du einen Lappen haben? Hallo? Hallo. Hallo. Du kannst quasi auch einen Lappen aus Seilen machen. Ein Seil aus Lappen, aber das ist, glaube ich, nicht... Seil aus Lappen. Kennt man? Ja, irgendwie müssen wir ja aus dem Gefängnis oder aus dem Irrenhaus ausbrechen. Ja, I see you. Also, ich glaube tatsächlich Galgen. Ach, nicht so ein Wirbel draus, Mann. Weil Lift wegen Stahlseil und Psst, selber. Galgen wegen du Nuss. Galgen. War nur ein Streich, Mann. Also ich würde Galgen. Ja. So richtig. Und Lift vielleicht wegen Stahlseil. Ja. Wird von okay. Yes! Das war Elektrizität! Boof in your face! Aha, aha. Aha, die Küche. Och, ich brauche einen Lappen. Kannst und da ist Schimmel. Mach doch nicht so ein Wirbel drum, ey. Sollst mal ich voll auf die Nuss. Ich würde sagen, du kannst in der Küche einen Schneemann bauen, weil wenn du den Kühlschrank machst, Lappen, Chemie, no! Ja, danke, ja, Wiebke. Verdammt! Ja gut, wir sind quitt. Ich hatte Mitleid mit euch. Ich lappe. Ich krieg die beiden nicht kombiniert. Ja, probier's. Ja, witzig. Okay. Verdammt. Also, Küche. Ich mach jetzt, also du ich hab ein Wort. Du machst jetzt einfach zwei und das eine raten wir und das andere, das tun wir wirklich dann benutzen, aber okay. Das andere erraten wir einfach. Also, ich mache jetzt einfach was mir Spaß machen wird. Und ob ihr es erratet, ist euer Problem.
Klasse. Andy. Jetzt bin ich gespannt. What das ist fuck? Halt so typisch, Mann. Andy? So typisch Andy. Typisch Andy. Sag ich doch, ist doch so typisch. Typisch Andy. Typisch Andy. Ja, und was, also... Ja, müssen wir... Die Wahrscheinlichkeit also, ist groß, dass ich es nicht errate. Warte mal. Pido, wir können noch... Was war wir das noch Seil? Eins von Seil. Wir hatten noch ja. Seil, ja. Ist euch eigentlich jemals aufgefallen, dass so ein 3x3-Feld oben ist? Das finde ich irgendwie krass. Hat mir noch nie... Also Kutsche... Du hast Kutsche bei Kutsche hast du das Zugseil, weil du hast quasi die, das was um, also du hast quasi diese, Ja, und bei Auto Zügel hast du halt das Abschleppseil. Ja, aber also bei Kutsche, also dann würde ich eher auf Kutsche gehen wegen den Zügeln. Es gibt auch den Schneemann, den Seil ja, Schneemann. Und der Schneemann, you want to play Risk der ist schon okay. Geschmolzen, also ruhig. Ja, aber du kannst doch mit dem Wasser in dem Seil viel anfangen. Ich meine, Seil kommt in der Seemannskunst auch oft gesagt, vor. Wegen den Zügeln. Denn ich bin ziemlich sicher, ich weiß, was Bianca mit Seil meinte. Den Schneemann. Ja. Wiebke, das ist schön. Ja, ey. Hallo? Du kriegst nur den Wirbel zurück, Mann. Du mit deinen Scherzchen. Du kannst Schneemann sehr gern bei deinem Wort benutzen. Okay? Mach ich. Okay, perfekt. Also, wollen wir Kutsche nehmen? Nimm die Kutsche, die kleine Kutsche. Oh! Und warum ist Penner? Warum hatte ich auch recht wegen Iron Man? Nee, das war's. Bianca, was war Pentagon? Pentagon hatte ich tatsächlich nichts, aber ich hatte eigentlich gehofft, dass sie es bei Iron Man nimmt. Aber was? Als er auf die Idee kam. Ja, aber, okay, und was war dann Seil? Streich und Galgen. Warum Streich? Kennt ihr nicht die Videos, wo die Leute halt so ein Seil sparen und die andere Person fällt drüber? Okay. So ein sehr beliebter Streich. Okay, aber nicht raus. Ich dachte, du nimmst Seilläufer. Aber für die Küche eine Nuss? Ja, keine Ahnung, was in der... Ja. Nüsse habe ich immer im Schnuckeschrank nie in der Küche. Da bin ich nicht drauf gekommen. Nüsse eher als Schimmel. Also Nüsse. Aber es ist wahrscheinlicher, Schimmel in der Küche zu haben. Ich meine, wenn du mal, keine Ahnung, die Banane draußen lässt, die bist du brav. Nüsse in der Küche als Schimmel. Ehrlich? Ja, ich auch. Marco, ist deine Küche jemals voll? Also ich wollte jetzt nicht unbedingt Schimmel in der Küche haben. Hallo, das hat doch jeder Mensch. Wenn du mal vergisst, wenn du irgendwie Tomaten kaufst, dann vergisst du die, hoppala, dann hast du da so einen Mini-Schimmelrand mal. Ach so, ich dachte, du meinst in den Wänden. Nein, das... Haben auch manche, aber nee. Küche. Ja. Wenn man mal was vergisst oder so ein Träubchenpackung und dann vergisst man die und dann guckt man rein und denkt sich, ja cool, weg damit, bye bye. Weiß ich nicht. Also wenn man frisch kauft, dann kann man auch mal frisch vergessen. Das passiert. Ja, Tim, du nicht, weil du 24/7 isst. Du musst halt auch aber jeden Tag einkaufen. Wie bereits letztes Wort hätte ich dann Schalenfrucht genommen, das hättest du gewusst. Oder? Oh, das hätte ich gewusst. Oder Erdbeer hättest du auch nehmen können. Ja. Oh mein Gott. Ja. Oder Taub. Aber. Ich bin ein taubes Nüsschen, yeah. Wir alle sind taube Nüsschen, yeah. Taub, yeah. Du Lappen. Da hättest du Patrick nehmen können, dann hätte ich das rausgefunden mit Nuss und Lappen. Warum Nuss? Er ist ein taubes Nüsschen. Stimmt. Ja, ich habe den SpongeBob geguckt. Alle sind taube Nüsschen. Ja. Yeah. Taube Nüsschen. Yeah. Ich habe nicht so viel SpongeBob geguckt. Ich kenne auch das Lagerfeuerlied nicht. Ich kenne das, dass es existiert. Das kenne ich auch nicht. Oh Gott, ich kann das nicht. L-A-G-E-R-F-E-U-E-R Feuerlied. So geht das. Der kann ich nicht. Geht noch viel schneller, denn es dann wird es zum Hit. Oh mein Gott, kannst du das denn schnell? Singt es doch ganz einfach mit. Oh mein Gott, kannst du das? Ach, Mann, ey. Nee, vergiss es, Till. Du musst es richtig sagen. Ella Feuer, ich bumm's dir. Dann singt es doch einfach mal mit. Bam, bam, bam. L-A-G-E-F-E-U-E-R-L-I. Feuerlied. Ich glaube, der sagt dann Feuer nochmal. Das Lied. Oh mein Gott. Schön. Ja, Träumchen. Alter, wo bist du? Hier, Kirk, wir sind hier. Können wir dir helfen? Ja, möchtest du dich auf die Couch legen?
Nee, Wallo geht jetzt endlich. Wir haben auch keine Couch. Habe ich mir schon gedacht anhand der Sätze, die du reinrufst. Das heißt, dann muss doch mal wieder funktionieren. Es klingt, es läuft nicht so gut, oder? Ja, bescheiden. Ja, das tut mir leid. Alles gut. Singt es doch ganz einfach. Bam, bam, bam. Also bei mir ist genug Schnee für den Schneemann. Nice. Mir ist noch nie aufgefallen, wie groß Nasenlöcher eigentlich werden können. Schau die Leiste. Das ist jetzt aber echt. I never see you anymore. Come on. In welchem Kontext, Wiebke? Ich habe meine Nasenlöcher einfach angeguckt. Das muss nicht immer einen Kontext haben, oder? Kennst du das nicht, wenn du mal so irgendwas auffällst und sagst so, ey, lustige Sache, mir ist noch nie aufgefallen das und dann hoffst du, dass sich Leute anschließen. Mhm. Kennt ihr nicht? Also ich weiß schon lange, wie meine Nasenlöcher groß sind, deswegen. Aber kannst du die so groß machen, so? Ja, also kann ich schon ein bisschen bewegen. Das ist schon ein bisschen, Prallerei, oder? Weiß nicht, ob du damit. Was könnt ihr? Ich kann meine Nasenlöcher öffnen und schließen. Ich kann meine Ohren wackeln. Das kann ich nur ab und zu. Kannst du deine Nase auch so runterdrücken? So? Nee. Wie ein Häschen. Oder die Zunge falten. Das kann ich tatsächlich. Das kann ich, ja. Meinst du das kann. Ich meine nicht rollen, ich meine das Kleeblatt. Naja, das Kleeblatt. Das kannst du auch? Krass. Das sieht mehr aus wie ein Kanadienblatt. Wie findet man sowas eigentlich raus? Das ist doch nur durch andere Leute, oder? Die Frage. Natürlich durch andere Leute, aber irgendeiner muss angefangen haben. Aber es gibt tatsächlich Leute, die das nicht können. Es gibt sehr viele, die es nicht können. Ja, es gibt. Und Ohren wackeln können nur sehr wenige Menschen. Aber Ohren wackeln, also ich kann das nur manchmal. Ich muss meistens lachen und dann kriege ich das nicht mehr hin, aber so, ja, es ist halt bei mir, ich wackele eigentlich mit der Kopfhaut, so fühlt sich das an. Es fühlt sich nicht an, als wenn die Ohren sich bewegen, sondern die Kopfhaut. Du kannst es halt nicht. Ja, ist so. Also es gibt auch. Oder war das auf Spiel bezogen? Du kannst es auch nicht wirklich erlernen. Also, entweder du hast die Funktion oder nicht. Genauso das mit der Zunge. Entweder du hast die Muskeln in der Zunge oder nicht. Das musste ich aber, das Zungenfalten musste ich üben. Das konnte ich nicht als erstes. Ja, ich habe das eine komplette Freizeit geübt. Komisch nicht. Es gibt Achso, die können die Zunge nicht rollen, ne?